herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Passport Diary. Der Motor läuft schon wieder. Ich fahre jetzt in die EU rein, Richtung Bulgarien. Ich bin ja gerade momentan in Nordmazedonien. Ist ja jetzt auch nicht so ein gängiges Reiseland. Wir fahren jetzt mal in die EU rein, gucken mal, was da passiert. Ich habe nämlich noch ein paar kleine Probleme mit diesem Pass. Root Pass oder wie das heißt. Also ich muss irgendwie Maut bezahlen in dann Bulgarien. Leider sehr schade, dass man an so einer Grenze nicht filmen kann. Das war jetzt nämlich ein bisschen hin und her. Bulgarien hat, was diese Vignetten betrifft, irgendwie schwierige Regelungen. Die wussten jetzt auch nicht so richtig, wie sie mich behandeln sollten mit einem Camper über 3,5 Tonnen. Hat der nicht häufig. Er meinte dann einfach, ey, kauf einfach die für normale Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen, wird schon passen. Ich habe jetzt auch online gelesen, dass das jetzt doch nicht ganz so easy ist. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht kontrolliert. Aber sollte ich kontrolliert werden, werde ich euch natürlich mitnehmen. Jetzt fahren wir mal weiter bis nach Sofia. Oberhalb von Sofia habe ich mir jetzt einen Stellplatz rausgesucht. Da bleibe ich dann morgen den Vormittag und geht schon weiter in die Türkei. Das war knapp gerade. Ich glaube, also ich dachte mir so von der Grenze, da wird eine Tankstelle kommen. Und dann fahre ich jetzt Autobahn. Und mein Tank war wirklich schon alle gewesen. Der war alle. Der stand auf Null gerade. Da war vielleicht eine 1-2 Liter drin oder so. Und gerade hier in so einer kleinen Seitenstraße habe ich noch eine Tankstelle gefunden gerade. Hier, das wäre so nach hinten losgegangen. Hier im Dunkeln, ohne irgendeine Möglichkeit. Und dann geht der Diesel aus. Da ist richtig voll Katastrophe. Ey, gut, dass das geklappt hat. Huh, weiter geht's. Jetzt fahre ich nach Sofia. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir gestern noch in der Nähe von Sofia, also von der Hauptstadt von Bulgarien, einen richtig schönen Platz gesucht. Und zwar hier direkt am Wasser. Aber jetzt geht es weiter Richtung Türkei. Das Auto ist gepackt. Alles ist fertig. Wir können weiterfahren. Es sind noch 400 bis 500 Kilometer. Das werde ich heute auf jeden Fall nicht schaffen. Aber schon ein ganzes Stückchen. Ich war auf jeden Fall mega glücklich hier mit meinem Plätzchen. Es kam jetzt wirklich den ganzen Nachmittag niemand vorbei. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Mal wieder Glück gehabt mit den Stellplatzgeschichten. Also fahren wir mal weiter und los geht's. Ah, wen haben wir denn da? Guten Tag. Na, was machst du denn hier? Kann ja nicht sein. Was ein Zufall. Ich wollte gerade zum Strand stranden. Also jetzt bin ich ja baff, dass diese Frau hier bei mir in dem Auto ist. Auf einmal. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Mal schauen, ich habe noch keinen Rückflug gebucht. Das Ganze ist jetzt natürlich kein Zufall. Marcella hat den Flug gebucht nach Sofia. Ich habe schon lange mit ihr geplant, dass sie von hier aus bis in die Türkei mit mir mitreist. Wir werden jetzt mal noch ein Stückchen fahren und dann suchen wir uns einen Platz, wo wir stehen bleiben können. Pender, und dann geht's morgen in die Türkei. So, wir haben uns hier gestern noch diesen wunderschönen Schlafplatz rausgesucht. Mal wieder am See. Irgendwie funktioniert es in letzter Zeit ziemlich gut. Aber Marcella und mir ist was aufgefallen. Alles voll mit Müll. Richtig schlimm. Deswegen werden wir heute mal unsere Mülltüten zücken, weil das ist echt schlimm. Und den Müll aufsammeln. Wenn man hier den Bus aufmacht, dann sieht es so aus. Und Marcella und ich haben jetzt gesagt, wir sammeln das Ganze mal hier ein. Denn Wir wollen den Ort besser hinterlassen, als er vorher gewesen ist. Ja, das tut mir einfach in der Seele weh. Ich wäre hier gerne schwimmen gegangen und die Natur hier ist richtig schön. Ganz viele Vögelchen und da ist überall Müll, sogar im Wasser. Und ja, den sammeln wir jetzt ein. So, machen wir jetzt mal ein paar Handschuhe holen. Willst du auch eine? Ja. Also Kippenschachteln liegen hier echt viele rum. Ja, und Plastikflaschen. Und abgeschnittene Plastikflaschen vor allen Dingen. Ja. Ist echt krass, wie die Leute alles einfach in die Ecke schmeißen, liegen lassen. Ich habe ja in einem der letzten Videos gesagt, dass wir im Ostblock auf jeden Fall Probleme mit dem Müll gibt, dass überall immer alles rumliegen gelassen wird. Es war natürlich nicht der Ostblock, den ich da meinte, sondern es waren ja die blockfreien Staaten. Das stimmt, also Bosnien war ja natürlich nie Teil des Ostblocks. Ich habe es jetzt mal einfach grundsätzlich zum Thema in den Osten fahren zusammengefasst. Ich glaube, das trifft es besser. Das wäre eine richtig gute Tat, die wir heute machen. Ja, gleich vorm Frühstück. So, 2 Säcke haben wir schon voll. Marcella macht noch den dritten. Ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem fein. Ich kümmere mich jetzt, solange Marcella noch den letzten
einmal Vollmacht, mal ums Auto. Ich will mal unten die Kessel entwässern. Ich zeige euch das kurz. Ich habe hier unten am Fahrzeug ja so eine Luftkessel. Und die möchte ich jetzt mal entlüften. Da sind so Entlüftungsdinger da vorne dran. Eigentlich zieht man hier, aber ich hatte da mal neu rangemacht, weil die völlig undicht waren. Und die drückt man halt rein. Hätte ich jetzt mal machen, das pfeift wie Sau. Das Entwässern von diesen Lufttanks unten drunter, das habe ich tatsächlich, glaube ich, ziemlich sträflichst vernachlässigt. Ich hatte das einfach in der Vergangenheit noch nicht bei einem Fahrzeug. Und es schrieb letztens jemand, dass ich das tatsächlich fast für jeder Fahrt machen soll. Das hat man ja jetzt auch gesehen, kam ordentlich Wasser raus. Das, um es auch nochmal zu sagen, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum damals, als ich mit Marcella diese Piste in Andorra hochgefahren bin, wo die Bremsen quasi ausgefallen sind, wahrscheinlich passiert ist, dass in diesen Druckluftkesseln da so viel Wasser drin stand, dass es halt hinten blockiert hat, dass da halt keine Luft mehr raus oder reinkam, wahrscheinlich eher rein. Also ich denke mal, das war damals der Fall, weil ich hatte das danach nie wieder, dass es irgendwie zu einem Problem geführt hatte. Aber ich musste es irgendwann nochmal testen, dass ich die Kessel auf jeden Fall entwässer unten durch dieses Entwässerungsding, was ich da habe. Also, ist jetzt auch nicht so geil, das muss ich einfach nochmal auf Original umbauen, weil normalerweise zieht man daran. Ich habe da jetzt welche reingebaut, da drückt man rein, das ist natürlich immer eine tierische Sauerei. Deswegen habe ich das jetzt gerade einfach mit dem großen Drehmomentschlüssel gemacht. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht die sinnvollste Sache. Ich werde mal schauen, dass ich das bei Gelegenheit nochmal tauschen kann. Aber ja, long story short, ich werde es nochmal irgendwann entwässern. Und dann nochmal so krass in die Biegung fahren und gucken, ob er dann immer noch nicht mehr pumpt. Aber ich denke mal, damit sollte sich das dann halt wieder lösen. Also, andere fangen Fische und wir haben hier Müll. Also, drei Säcke sind es voll geworden. Man hätte hier bestimmt noch hunderte andere voll machen können, schätze ich mal. Aber muss jetzt erstmal reichen. Wir werden jetzt noch ein bisschen was frühstücken und dann fahren wir dann direkt zur Türkei. Es sind ja noch 200 Kilometer. Also weit ist es nicht. Die Wasserstellen sind auf jeden Fall sauber und ich habe bestimmt 300 Kippenstummel eingesammelt. Und ich bin ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Das ist nämlich echt ein schöner Platz hier. Was gibt es in der Türkei? So einen geilen Salat, den mache ich total gerne. Und zwar mit Granatapfelsirup und diesem Gewürz. Das habe ich hier schon dabei. Ist noch aus der Türkei vom letzten Mal. Sumak. Ne? Ja, Sumak. Das ist so säuerlich. Und dann macht man Zwiebeln, Tomaten und ganz viel Petersilie und diesen halt Granatapfelsirup mit Sumak. Und das schmeckt so krass lecker. Und was wir auch in der Türkei noch mal schauen werden, ist nach einem neuen Kühlschrank, ey, weil der ist so laut. Wenn wir kurz mal leise sind, ist der Wahnsinn. Ich konnte heute Nacht deswegen nicht schlafen. Also bitte Leute, Dometic ist für den Arsch. Die sind so laut, die Kühlschränke, will ich nie wieder haben. Nee. Psychoterror ist das. Jetzt gibt's leckeren Mozzarella-Teller. Das ist alles, was wir noch quasi da haben. Mit leckerem Brot. Das wird richtig schmackhaft. So, wir können unseren Müll, den wir gesammelt haben, jetzt endlich wegbringen. Hier schön auf der Autobahnraststätte B96 an der A5 irgendwo. Nee, kurz vor der Türkei. Weiter geht's, oder? So, wir haben es geschafft. Wir sind an der bulgarischen Grenze und verlassen jetzt die EU mit unserem Fahrzeug. Ich muss jetzt vorher noch die SIM-Karte aktivieren, weil wir mit so einem E-Sims arbeiten. Mach ich jetzt gleich mal. So, ich habe jetzt in den Einstellungen hier noch so eine eSIM gekauft und aktualisiert. Ich hoffe mal, das funktioniert. Also ich habe jetzt tatsächlich auf dieser Reise sowieso schon voll viel mit diesen eSIMs gearbeitet. Einfach nur aus dem Grund, dass man nicht immer in irgendeinen Shop gehen muss und sich eine Karte holen. Und es hat eigentlich echt gut funktioniert. Das probieren wir jetzt in der Türkei auch nochmal. Also aktiviert ist, damit wir Internet haben, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Also ich habe mal kurz geschaut, was 1 Euro in Lira ist. Und wir haben es hier unten 28. Wie viel war es beim letzten Mal, als wir da waren? 18. Und das war schon echt krass. Ja. Also ich bin mal gespannt, was so ein Shish jetzt gleich kostet. Und richtig teuer für die Türken, weil das wird ja alles auch generell teurer bei denen, wenn die Preise hochgehen. Wir müssen jetzt richtig kämpfen. Also ich bin mal gespannt, aber wir werden ja unsere Freunde da treffen, die werden es uns erzählen. Bei den Bulgaren war es jetzt richtig einfach. Diesmal ist die Schlange in die Türkei rein echt richtig krass kurz. So, Marcella, worauf hast du keinen Bock? Auf X-Ray, aber wir müssen zum D3-Office. Vielleicht kommen wir immer noch drum rum. Das kann sein, aber da waren wir, glaube ich, da war ich schon mal. Da steht zwar X-Ray, aber das ist für Trucks und da ist, glaube ich, X-Ray für Camperbeds. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ganz schön heiß in der Türkei schon. Doch noch ein kleines Prozedere hier vor uns.
müssen jetzt da rein. So, wir haben jetzt hier unsere Maut gekauft, stimmt's? HGS! Letztes Jahr war das voll der Krampf. Dieses Jahr geht's voll einfach. Und jetzt kleben wir's ran. Genau, hier funktioniert es noch mit Sticker. Als wir das letzte Mal hier waren, ey, wir haben so Ewigkeiten nach dieser HGS-Karte gekauft. Da war hier nicht an der Grenze irgendwie, dass man die einfach kaufen kann. Es war so kompliziert gewesen, aber diesmal viel einfacher. Und jetzt mussten wir 20 Euro zahlen, dass wir diese Brücken hier und so benutzen können. Und jetzt vergessen wir das einfach, ne? So, und jetzt mach ran das Ding, was da da. Oh, ist auch noch so schief. Ich hab's nicht gesehen. So schief da dran. Nee, lass dran jetzt. Lass dran, Mann. Warum bist du nur traurig, Pauli? Der Sprit kostet hier nicht 80 Cent wie beim letzten Mal. Auch nicht nur 1 Euro, sondern 1,35, Marcella. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass hier in der Türkei der Sprit so teuer ist wie in Europa. War es nicht 1,40? Was wir bezahlen, gerade? Das kann sein, dass es auch 1,40 waren. 1,35 bis 1,40 so in dem Dreh. Das klingt jetzt erstmal für deutsche Verhältnisse nicht so krass viel. Aber dafür, dass wir hier richtig viele Kilometer machen wollten, oder ich zumindest, ist es relativ viel. Das bedeutet natürlich auch richtig teuer insgesamt. Das ist natürlich doof. Aber wir füllen jetzt ja an der Tankstelle erstmal Wasser auf. Ich habe jetzt zur Not immer noch mal so einen Behälter hier dabei. Den fülle ich jetzt hier an diesem Zapfhahn auf und fülle es halt von Hand immer rein. Muss zwar 20 Mal machen, aber geht auch. So, der Wassertank ist voll. Wir können weiterfahren. Wie weit fahren wir heute noch? 100 Kilometer ungefähr. Dann sind wir am Meer und dann würden wir morgen Asien erreichen. Quasi Europa verlassen, Asien erreichen. Das wäre jetzt so das Ziel. Aber heute stellen wir uns erstmal ins Wasser. Schön ans Meer. Und Marcella will ein bisschen Strand, gehe ich mal stark von aus. Ja, mal schauen, ob das was wird. Warum soll es nichts werden? Wird schon was. Wir müssen nur dahin kommen und dann ist es wahrscheinlich schon dunkel. So, wir haben jetzt hier eine schöne Nacht direkt am Meer verbracht. Oh, das reimt sich ja sogar. Das war jetzt mal wirklich ein toller Ausblick hier direkt auf die erste Meerenge, noch auf der Seite von Griechenland in der Türkei. Aber jetzt wird es richtig warm. Jetzt fahren wir mal noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt mal noch auf die asiatische Seite von der Türkei fahren. Das ist noch ein bisschen Ordnung gerade. Und dann geht es jetzt gleich los. Fahren wir weiter. Ich freue mich richtig drauf, denn Türkei ist tatsächlich eins meiner Lieblingsreiseländer. Wir werden jetzt hier auch langsam richtig eingebaut. Auf der anderen Seite, da drüben sieht man schon. Mit einem Zelt in unserem Schatten gebaut. Der Kühlschrank läuft wie eh und je. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht vergessen, so wie das hier momentan läuft. Wir werden jetzt gleich noch mal ins Wasser gehen runter. Wir haben tatsächlich vorhin auch noch mal kurz Delfine gesehen. Das war mir gar nicht klar, dass es hier welche gibt. Da machen wir es jetzt so. Schwimmen gehen, weiterfahren, wahrscheinlich noch mal ein bisschen was einkaufen. Das ist nämlich sehr, sehr günstig mit einkaufen. Das wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zeigen. Und dann suchen wir uns dann auf der anderen Seite einen schönen Spot. Vielleicht fahren wir auch noch Fähre, müssen wir mal gucken. Auch sehr komisch. Jetzt ging die Sperre gerade rein. Aber sie ist gar nicht drin beim Anmachen. Den Fehler hatte ich tatsächlich letztens auch schon. Also wenn ich sie jetzt einmal rausmache und wieder reinmache, dann ist sie trotzdem noch drin, komischerweise. Jetzt mal probieren, mal ein bisschen vorwärts, rückwärts. Und dann geht sie wahrscheinlich schon wieder aus. Aber ich schätze mal eher Kabelproblem, Kontaktproblem oder sowas. Aber mit Sperre fahren wäre jetzt auch kein Witz. Also deswegen gucke ich schon, dass es da wieder ausgeht. So, da nochmal Sperre rein. Sperre raus. Funktioniert noch nicht. Marcella, unsere alte Hundeliebhaberin, gibt noch das alte Brot den Doggos. Die haben echt Angst, oder? Schon schön hier, aber unser Sorgenkind hier. Müssen wir nochmal gucken jetzt. Ich habe jetzt mal das Auto hochgehoben und die Sperre ist nicht drin. Jetzt mache ich sie einmal rein. Und dann hoffen wir, dass es nur der Kontaktschalter war und dass die Sperre wieder rausgeht. Die Sperre ist ja nicht drin, aber im Dashboard vorne wird es ja angezeigt, dass es so ist. So, jetzt ist sie drin. Also war der Kontaktschalter Schwein gehabt, weil Sperre drin ist echt doof. So, kann weitergehen, war ja wirklich nur ein ganz kleiner Fehler. Das ist dem Auto aber auch zu verzeihen, das hat es ja alles so sorgenlos mitgemacht. War ja nur der Kontaktschalter. Also die Sperre war nie drin tatsächlich. Ich glaube, es hätte auch einfach nur geholfen, Sperre rein, kurz zurückfahren, Stückchen vorfahren. Dann wäre es wahrscheinlich auch gegangen.
Aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher, weil mit Sperre fahren und das dann nicht wissen, ist wirklich eine Sache, die willst du nicht bei dem Auto. Und wir verabschieden uns jetzt von diesem wunderschönen Platz. Ja, wir verabschieden uns hier von dem wunderschönen Platz und fahren ein Stückchen weiter. Wir haben uns ja die Karte gekauft. Jetzt gucken wir, ob das hier funktioniert, weil wir fahren jetzt auf die fette Autobahn mit der Brücke. Mal gucken. Die Karte heißt übrigens HGS. Genau, die HGS. Mal schauen. Lol. Ja. Hier ist Licht. Wir sind durch. Es hat geklappt. Es war die letzten Male hier in der Türkei immer so eingesch. Darf ich ja gar nichts sagen. Ja, aber nicht man gut. Kann da auch mit Kreditkarte an der Seite. Ja, da stand tatsächlich mit Kreditkarte. Wer hätte es gedacht? Wir haben es geschafft, wir können die Brücke nehmen. Das ist eine der größten Brücken der Welt, soweit ich weiß, die wir jetzt fahren. Es ist so verdammt heiß, dass wir uns jetzt einen Eiskaffee kaufen ja auf der Autobahn, bevor wir dann auf die Kanakale-Brücke fahren. Und ich habe gerade nochmal nachgelesen, ist tatsächlich die größte Hängebrücke der Welt. Also faszinierend. So, Marcel hat uns die zwei Kaffees geholt. Eiskaffee, lecker, lecker, Riesenpötte, umgerechnet 4 Euro. Und für mich noch ein schönes Bio-Lavendel-Toner für nur 2,50 Euro. Mega lecker. Über die größte Hängebrücke der Welt. Und jetzt wieder über 2220 Meter, ne? 2050 Meter, irgendwie sowas. Also über 2 Kilometer Bridge. Aber jetzt müssen wir wieder hoffen, dass es funktioniert. Jawollo! 284! Die Mittagssonne geht jetzt vorbei und wir schleichen hier über die Landstraßen und treffen jetzt gleich noch jemanden, den wir auch von den Instagram kennen. Der hat nämlich auch einen US-Buchhanka. Und Marcella, die wird jetzt mal sehen, hat sie gesagt. Also, wir haben uns jetzt hier schön an den Strand gestellt, auf der türkischen Seite. Sonst keiner da, aber momentan ist Sepp mit seinem Buchhanka noch hier. Dazu machen wir noch ein, glaube ich, ein schönes Video nachher, da freue ich mich schon richtig drauf. Deswegen zeige ich das jetzt alles noch nicht richtig. Aber Marcella und ich, wir sind auf der asiatischen Seite der Türkei angekommen und damit endet dieses Video auch. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten, also besser gesagt für euch, dann in den nächsten 3 Tagen kommt es dann raus. Also Like und Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann. Tschüss!